Herzlich willkommen zur ersten Multiplayer-Let's Play-Runde von Star Wars Battlefront 2 mit mir natürlich, dem Tara und dem guten Tombi. Hallo! Heute spielen wir hier Helden versus Schurken, sage ich schon fast. Nee, das ist natürlich falsch. Helden-Showdown spielen wir zu zweit im Team. Du hast Kylo, ich hab Boba. Ist doch ein ganz gutes Team, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, da wir jetzt auch den guten Chewie haben, ja, der uns wahrscheinlich auch Schwierigkeiten machen wird. Ah, es wird schon klappen. Kamino wird gespielt, eine richtig coole Map für Helden-Showdown, finde ich. Auf jeden Fall. Mal. Mitunter meiner Lieblingsmaps für Helden Showdown. Da, ich folge dir. Sind die drin? Verstecken die sich? Ich glaube schon, oder? Ah, rennen wir mal dahin. Ja, genau. Ich komme mit. So. Aha, da hinten stehen sie. Alles Teil des Plans. Oh, die fliegt ordentlich weg. Kannst du sie erschießen, dann perfekt. Ich versuch's, ja. Ja, sehr die schön. Haben wir. Gut, Chewie ist noch übrig. Ne, Chewie ist auch schon... Ja, Chewie ist was? Rausgegangen. Ach, da haben sie schon Angst vor uns, die Gegner. Ja. Passiert aber auch leider allzu häufig in Showdown, ne? Dass da die Leute einfach rausgehen. Das stimmt, ja. Ist leider echt ein bisschen schade. Ah gut, dann nehme ich hier Aiden. Ja, ich hab Maul genommen. Aber zum Beispiel auch Darth Maul ist dann auch perfekt geeignet, um die Gegner runterzuschmeißen. Das ist natürlich optimal. Ja. Schon wieder kein Luke. Und schon wieder dieses Team, obwohl der hier eigentlich ein neuer dabei ist. Ja, das stimmt. Gut, die Rey wird wahrscheinlich die gleiche geblieben sein. Chewie, okay. Gehen wir einfach mal wieder in die Richtung. Vielleicht sind sie... Oh, diesmal kommen sie angestürmt. Oh. Ah, ist dagegen geflogen. Und Chewie ist schon wieder tot, das ist ja ein Wunder. Also wir gewinnen hier durch Aufgabe oder was? Ja, anscheinend. Wow, ja, ist ja toll wieder. Ey, ich verstehe das nicht. Ist da jetzt, fliegt immer der raus, der Chewie nicht ist, sondern Rey und bleibt einfach dieser AFK-Spieler drin oder wie ist das? Ich weiß auch nicht, eigentlich war das ja neuer, ne? Das ist ja echt komisch. Ja. Ah, jetzt haben wir gar keinen Gegner mehr und gewonnen. Sehr gut. So geht's auch. Eine sehr leichte, aber gute Runde, würde ich behaupten. Wir haben ja doch dann die arme Raiden, die sich da noch gewehrt hat, beide Mal geholt. Also, kein Problem. Guter Auftakt. Warum wollen immer alle zurück nach Jakku? Das fragen wir uns auch. Aber wir sind jetzt auch wieder auf Jakku. Also, das erste Mal für uns, aber eigentlich wäre es Todesstern 2 gewesen. Leider kamen aber keine Leute dazu, ne? Nee, leider nicht. Gucken wir mal, ob es diesmal besser wird. Vielleicht sind wir jetzt ja sogar mal in der Lobby, wo direkt zwei Gegner drin sind. Ja. Ah, perfekt. Ja, sehr schön. Sehr gut. Gut, ich würde sagen, du wieder Luke und ich Han. Dann machen wir die Kombo. Kann nur gut werden. Auf Jakku leider keine Möglichkeit, irgendwen runterzuschubsen. Das mag ich immer ganz gerne, aber ist auch mal gut. Ja. Stimmt, auf jeden Fall. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl. Ja. Wie der gute Han sagen würde. Boba und Vader. Das ist perfekt, ne? Das sind ja eigentlich unsere Antagonisten hier. Korrekt. Dann gehst du auf deinen guten Vater los und ich kümmere mich um den Kopfgeldjäger. Alles klar. Aha, Vader kommt direkt. Wo ist er denn? Da ist schon mal Vader. Aua. Der hat mir erstmal sein Lichtschwert gegeben. Ist der über uns? Ja, der... Nee, ich sehe nicht. Sehr feiger Vader zu sein. Na, da ist er. Ah ja. Boah, der hat aber einen weiten Wurf. Ah, da war mein Sprengstoff gut platziert. Na, das sitzt nicht. Hat er dich auch im Bürgergriff? Oh ja. Mhm, ja, sehr sogar. Oh nein, jetzt geht er auf mich los. Oh, verdammt. Ja, da kann man nichts machen. Jetzt kommt der olle Boba. Jetzt kommt Boba, ja. Vielleicht hätte ich mich von Anfang an um ihn kümmern sollen, aber der war einfach nicht da, ne? Ja. Ein bisschen ärgerlich. Na, im nächsten Würgegriff werde ich drauf gehen. Oh, das war gut. Also wenn du ihn noch outplayen kannst, gibt's eine Möglichkeit, ne? Schauen wir mal, ja.
Oh, das wird knapp. Ah, der hat so viel Leben. Ja. Das wäre als Tank natürlich schwer zu knacken. Ah, da kam das Lichtschwert zurück. Schade. Ja. Egal, erste Runde verloren, immerhin besser, als wenn die Gegner hier direkt rausgehen. Richtig, genau das. Wenigstens ein Spiel, ne? Also da muss man jetzt auch klar differenzieren. So, welchen nehmen wir jetzt? Oder nochmal das Gleiche? Ich nehme mal das Gleiche, würde ich sagen. Okay. Kann man ja nochmal versuchen. Diesmal haben sie ja auch wieder andere Helden. Das ist ja immer ganz cool, dass die Gegner dann nicht die gleichen Schurken nochmal nehmen dürfen. Dass die jetzt geblockt sind. Ja, genau. Ein sehr cooles System auf jeden Fall. Kylo und Aiden, okay. Ja, wir können mal hier lang, vielleicht, ja. Ich kann mal länger, hat man mehr Zeit zu schießen auch. Vor allem also für mich jetzt. Ja. Ja, ich glaube jetzt bewegen. Ah, da oben ist einer. Ja, Aiden. Da ist die gute Aiden Versio. Ah, oh, der hat richtig gut Schaden gemacht schon. Das ist sehr gut. Kylo ist ein Stück dahinter. Eure Überheblichkeit ist eure Schwäche, Aiden. Pass gut auf, dann lernt ihr vielleicht was. Wie viele habe ich getötet? Oh, verdammt, der hat mich gefreezed. Ja, ich bin bei Aiden. Das ist alles gut. Aiden kriegen wir gleich. Aiden habe ich, jetzt komme ich zu dir. Sehr schön. Ja, gut. Er fliegt dahin. Jawohl. Sehr schön. Das sieht doch gut. Werde nicht übermütig. Zu seinem Vater so. Ja, genau. Zu seinem passt Sohn. Das Junge natürlich auch. Prima, Junge. Gut, wen möchtest du spielen? Ich nehme jetzt mal Lando. Gut, dann nehme ich die gute Rey. Alles klar. Auch immer ganz schlau, muss ich sagen, einen Lichtschwerthelden und einen, der schießen kann, zum Beispiel, wenn Boba im gegnerischen Team ist. Oh ja. Einer sich um den kümmern kann und der andere dann auch im Nahkampf, ne? Oh ja, da hast du sowas von recht. Das ist richtig schlimm, wenn man noch als Lichtschwertheld übrig ist und dann ist da noch so ein Boba. Den kriegt man dann absolut nicht. Das ist immer eine Qual. Das stimmt. Aber diesmal ein bisschen offensiver von den Gegnern. Kylo habe ich ganz gut Schaden gemacht, schon mal ein bisschen. Oh ja, jetzt hat er mit dem Rücken zu mir sich gestellt. Ah, die Phasma hat da bestimmt ihren Turm oben hingestellt irgendwo. Ah, die hast du gut runtergeholt. Das war super. Ja, sehr gut. Ist jetzt weg. Ah, dass sie da runtergefallen ist, das war ihr Todesurteil. Ich kann dir warnen. So, ich werfe nochmal meinen Stun hinterher. Der ist gleich gestunt. Jetzt. Ah, super, es läuft. Ja. Sehr cool. So, eventuell letzte Runde gegen die. Ja, genau. Also, ich würde sagen, der gute Chewbacca ist ja auch unglaublich stark. Den könnte man eigentlich gut nehmen. Ich nehme mal Yoda. Dann passt das ja auch. Das ist ja gute Beziehungen zu den Wookies, ich habe. Ja, genau. Das passt natürlich optimal. Nur echt mit der Brille. Ja, genau. Natürlich, und du natürlich mit der Kapuze, ne? Das die Premium-Skins am Start. So, ich folge dir. Sehr gut, ja. Und wo sind sie? Zwei Machtanwender bei den Gegnern. Okay, das war ein Fehlwurf. Oh. Mach mal die Heilung hier an. Ah, das ist echt so fies, dass man da im Stun schießen kann, ne? Ja, genau. Das okay, Darth Maul ist da oben. Ah, Darth Maul ist immer so eine Sache, der ist so schnell. Boah, so, jetzt muss ich dir mal eben. Ach, ich werde nur rumgeschubst und rumgeschoben. Ah, jetzt habe ich beide erwischt. Ja, den hast du super. Ich bin eingefroren, aber der Kylo hat nicht mehr viel. Na? Wo geht's denn hin? Der flieht. Jetzt kommt er. Nee, der springt ja dann noch höher. Och.
ist er denn da hinten? Boah, das habe ich auch noch nicht gesehen, nee, dass die da hingehen können. Den Platz kannte ich auch noch nicht. Gut, dass sie schießen kann, während ich gefreezt bin. Na, der rennt und rennt und rennt. Worauf spielt der? Ja. Hat er wahrscheinlich von seinem Vater gelernt, ne? Der gute Hahn. Wahrscheinlich, ja. So, ich stun ihn mal. Ja, jetzt kriegen wir ihn. Sehr gut. Das hat richtig gut geklappt. Das waren doch schon mal gute Gegner hier. Ja, auf jeden Fall. Hat gut funktioniert auch. Gott sei Dank nicht rausgegangen. Ja, Gott sei Dank. Vielleicht kommen sie jetzt gleich nochmal in der gegnerischen, oder in der nächsten Runde nochmal als Helden dann und wir sind dann die Schurken. Mal gucken. Ja, wäre auch mal cool, jetzt mal die Schurken zu spielen, wo wir jetzt die letzten zwei Runden... Obwohl, nee, ich bin schon wieder verwirrt. Wir waren ja schon mal Schurken, aber es war ja nicht so richtig. Also, ja. Jetzt kann man ja auch mal richtig... Das war jetzt so eher die erste richtige Runde hier. Ah, immerhin ein paar Credits bekommen. Ich bin jetzt auch mit Chewbacca fast Level 22. Mein Ziel ist es dann natürlich auch 25 zu werden. Also alle auf 25 zu bringen. Du hast, glaube ich, schon alle, oder? Ja, genau. So, dann wechseln wir mal ein bisschen durch. Dann nehme ich jetzt mal... Wen hatte ich denn eben noch nicht? Dann nehme ich mal Han Solo. Ja, okay, perfekt. Und ich nehme Luke, ja. Endor wird gespielt, okay. Und das am Tag? Finde ich cool, dass sie das auch noch im Nachhinein reingebracht haben. Ich glaube, am Anfang gab es nur die Dämmerung. Ich finde das super cool hier bei Endor. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag die auch am Tag viel lieber als bei der Nacht dann. Ja, geht mir auch so. Sieht einfach viel mehr und es erinnert ein bisschen an das alte Battlefront. Ja, schießt schon Boss. Immer hier runter. Hat er genutzt. Unsere Unaufmerksamkeit hat mich direkt ein bisschen runtergeschossen. Ah, da hat er seine Minen hingelegt, glaube ich. Na gut, das lohnt sich nicht. Puh, ja, da hat er seine Minen und Gift da. So au, so der ist schon fast tot. Wenn wir jetzt hinterherkommen. Ne? Au, ja, der ist. Ich verfolge ihn. Ja. Oder du auch? Vielleicht treffe ich den mit dem. Ja, das Sprengstoff hat gesessen. Oh, sehr wo ist denn der Darth Maul hin? Egal, was Konzentration. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Da ist er. Oben, oder? Oh, ich glaub, ja. Der ist oben. Der ist oben, ich ja. Mal da hingehen. Du kannst ja gucken, ob du ihn vielleicht abschießen kannst oder mit deinem Sprengstoff vielleicht sogar runterholen. Ich werde dasselbe natürlich mit der Macht versuchen. Ich muss jetzt aufpassen, dass er mich nicht wirkt. Gib's nicht zu schnell auf, was? Aha. Okay. Ach, da hat er mich sogar. Aber ich sehe ihn, er steht ein bisschen offener immerhin aber mal. Aber klar. Ich glaube, zurückspringen kann er von da auch nicht. Das ist gut. Jetzt haben wir ihn in der Klemme. Er ist jetzt unten. Wo rennt er jetzt hin? Jetzt rennt er wieder zu, in die Richtung der Station da irgendwo. Oh Mann, ey. Ich glaube, der will zu mir. Entweder das, oder er will die ganze Zeit hin und her springen und versuchen, die Zeit irgendwie zu schieben, obwohl das eigentlich auch nichts bringt. Also er ist jetzt, glaube ich, wieder oben drauf. Ich werde sie besuchen. So, ich glaube, du kannst ihn jetzt auch abknallen. Der ist da unten jetzt. Ich komme, Bo. Ich sag, Bo war... Mord. Ach, dieses Weggerenne. Auch eine ziemliche Überraschung, ne? Dass er dann auch in... Ich weiß nicht, ob die meisten das jetzt schon wissen. Das hat gut geklappt. Genau, apropos Maul, ne? Dass er da im neuesten Star Wars-Teil vorgekommen ist. Das war echt eine Überraschung. Also, hätte ich halt persönlich auch überhaupt nicht gedacht. Nee, mal sehen. Viele sagen ja auch schon, dass in Clone Wars auch nochmal so ein bisschen was dazukommen wird. Also in der 7. Staffel. So Spekulierung. Ja, genau. Die Schlacht von Mandalore, ne? Aber das erfahren wir dann ja erst nächstes Jahr leider. Aber darauf können wir uns schon mal richtig freuen. Auf jeden Fall, ich bin auch schon mega gehypt. Also, ist wirklich ein Traum. Boah, Junge, da schießt der einmal. Ich hab's gerade gesehen, macht der einen Schaden. Geholt. Der andere hat wieder Darth Maul. Die spielen die gleiche Kombination eigentlich. Noch mehr Blut, du vergießt. Ob die sich kennen? Ich weiß es nicht, könnte schon sein. Ich heile mal hier ganz kurz. Na, diesmal eher der Darth Maul am Angreifen. Oh, wow. Oh nein, er hat seine Granatwerfer. Schnell weg. Ah, gut. Aber Maul hat schon ganz gut kassiert, ja.
Wenn wir den nochmal irgendwie... Oh, den hast du richtig gut geschadet. Er hatte gute Präzisionsschuss. Vielleicht kriegt er jetzt schon wieder... Er hat nur noch Hälfte Leben, ne? So ungefähr, ja. Okay. Mehr kann er nicht mehr kriegen. Genau. Oh, der liegt hier. Ich glaube, jetzt kriegen wir ihn. Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, die spielen immer so ein bisschen komisch getrennt. Also der Boss spielt jetzt nur auf Snipen, habe ich den Eindruck. Oder viel. Ja, der ist ziemlich Angsthase, ja, ne, was er da macht. So, der läuft weg von mir. Ich bleib mal hier kurz stehen. Jetzt mache ich hier mal die Heilung auf uns, dass wir hier angreifen können. Der will uns hier eh durch seine Minen ziehen wahrscheinlich, ja. Ah, jetzt habe ich daneben geschossen. Gut, der stirbt hier drin. Mein Gott, ja. Den holst du dir auf jeden Fall. Der rennt und rennt und rennt. Hat aber geklappt, sehr gut. Und die Gegner bleiben immerhin drin. Vielleicht ändern sie jetzt mal ihre Strategie, das wäre ja ganz interessant. Ich nehme mal Leia. Ja, das ist, wiederholt sich, dieses Gameplay wieder, wenn der da wegkommt, der schießt. Aber auch irgendwie nicht, dass die mal zusammen angreifen. Als der da seinen Granatwerfer hatte, habe ich kurz gedacht, oh, jetzt könnte es gefährlich werden. Aber... Ja, ich auch. Vor allem, der hatte ja auch direkt am Anfang da die Hälfte runtergeschossen und dann muss man auch aufpassen. Aber dann kam nichts mehr. So, wieder Bosk und Kylo diesmal. Ähnlicher Kampfstil auf jeden Fall. Ja, der will bestimmt wieder snipen, deswegen ich gehe mal so ein bisschen abseits. Okay, gut, der hat da seine Minen platziert. Ich kann ihn mal antauschen. Bin jetzt schnell zurück. Ah, okay, jetzt hast du den Damage bekommen. Kylo hinter uns. Und, ja. Das ist echt so bescheuert mit dem Schießen da drin. Ja, ne? Damit macht er viel Damage. Ja, der hat auch gut Schaden genommen, muss man sagen. Gut, dass du dein Schild aufplatzierst. Das ist eine sehr gute Entscheidung auf jeden Fall. Kylo haben wir. Sehr cool. Okay, sehr nur noch schön. Der Bosk. Da oben ist er. Der hat da bestimmt seine Minen wieder hingelegt. Ja. Ah, die sind nervig. Ja, echt so. Ah, den hast du schon. Super, das ging ja gut. Ah, ja, sehr gute Runde, cool. Auf jeden Fall.